nachdem was ich jetzt so gesehen habe, ist das schon mal ganz interessant. Mal sehen, jetzt die Vorträge will ich jetzt erstmal mitmachen. Und dann hoffe ich, dass ich noch in die Kuppel komme, weil da ist ganz gut was los im Moment. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier in der historischen Sternwarte in Göttingen. Mein Name ist Cora Baumbach und ich bin Mitarbeiterin des Lichtenberg-Kollegs. Eine der Institutionen, die heute neben den graduierten Schulen für Geistes- und Gesellschaftswissenschaften hier in diesem Gebäude untergebracht sind. Sie ist was ganz Besonderes, eben weil wir sie noch in dem Zustand von 1886, 87 mit dem Linoleum, mit dem Original-Linoleum haben. Und Göttingen war einfach als Standort für die Physik und für die Astrophysik wegweisend und war in den Jahren nach Gauss, Gauss natürlich einer der ganz Großen, der eben auch mit seiner vermessungstechnisch, mit dem elektromagnetischen Telegrafen die Bahn gebrochen hat und den Weg auch geebnet hat für vielfältige physikalische Entdeckungen und großartige Köpfe, die hier in Göttingen geforscht und gelehrt haben, neben Nobelpreisträgern etc. Ich muss nur Namen wie Noether, Hilbert, diese alle nennen. In 122, in 121, in 120. Gauss war der erste Direktor der Sternwarte. So ganz ist das ja jetzt keine Sternwarte mehr, denn die astronomische Betätigung hat 2007 aufgehört, als das Institut ans Lichtenberg-Kolleg übergegangen ist. Aber es ist natürlich noch dieselbe Gaußsche Sternwarte, dasselbe Gebäude und alles sonst ist natürlich noch so wie früher. Das Gebäude ist noch dasselbe, die Kuppel ist noch oben drauf und es gibt sogar noch ein Fernrohr oben in der Kuppel, das Sie besichtigen können heute. Sehr schön, danke. Mich lockt die Bibliothek von Gauss, die ist ansonsten bei den Führungen nämlich nicht offen. Und die ist heute hoffentlich offen und die ist einfach total schön. Das ist ein ganz besonderer Raum. Aber an dem Ort, wo man wohnt, schiebt man es immer raus. Ehe man in solche Säle oder irgend sowas kommt, sagt, das kannst du ja immer noch machen. Und dann wird es nämlich nie. Und das ist das Problem. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. When we all in the mood for a melody, you've got us feeling alright. Von Gelderen. Alle da? Ja? Ja. Wo muss ich hin? Da. Super. So, okay. Sie sind der Direktor, ja. Ich bin der Direktor des Lichtenberg-Kollegs. Das sind Wissenschaftler aus dem Ausland. Die wollen ein bisschen zeigen, was sie tun. Und wir wollen das Gebäude, das ist ja eigentlich so ein bisschen das schönste Gebäude von Göttingen, natürlich ein bisschen öffnen, weil es gehört den Göttingen. Das gehört nicht nur uns als Wissenschaftler. Und das wollen wir eigentlich heute erreichen. Ich bin ein von diesen 10 Wissenschaftlern und was wir eigentlich machen, ist, wir machen unsere eigene Forschung, aber wir machen das im Dialog mit unseren Kollegen innerhalb des Kollegs und mit den Kollegen der Göttinger Universität. Und das ist auch ein, ich denke, ein großes Privileg, in einer solchen schönen Gegend, in einem solchen schönen Gebäude arbeiten zu können. Also die Gauss-Gesellschaft wurde 1962 in Göttingen gegründet. Seitdem, seit 1963, gibt sie einmal jährlich so eine Art Jahrbuch, ein Heft heraus, eine wissenschaftliche Zeitschrift. Das ist bis heute so. Und im letzten Jahr haben wir 50-jähriges Bestehen gefeiert, hier im Tagungszentrum bei der Sternwarte. Und Ziele sind, das Andenken an Gauss zu wahren. Mal eins, er war einer der berühmtesten Wissenschaftler der Welt. Nur vergleichbar mit Newton und Archimedes oder so. Und den hatten wir hier in Göttingen, das wird oft übersehen.